Ich lasse in der Kombüse erstmal für die gesamte Mannschaft eine extra Ration rum ausgeben. Im gesamten Schiff ist das hässliche Lachen von Xyleste zu hören. Deswegen der Rum. Was euch auch auffällt, ist, dass die Offiziere aus Valu, nicht aus Valusa, aus Ysilia, die die Yarlan angeworben haben, jetzt auch Ilmenblatt herausholen. Und dann riecht es etwas geschwängert mit dieser Luft. Sehr, sehr kräuterig, möchte man meinen. Sie erklären das Ganze auch so, dass sie nicht unbedingt mehr schlafen können oder wollen und sich daher ihre Träume später dann mit einem Rauschkraut dann unterdrücken. Zumindest versuchen sie das. Nicht so dumm, die Idee. Aber Ragnar würde dann jetzt mal anfangen mit den Befragungen. Ich würde die Befragung übrigens schon starten, während das Schiff gefressen wird. Ja, die Ich direkt würde. daneben. Ja, genau, direkt daneben. Und dann würde ich sie nochmal sicherheitshalber fragen: Ja, für wen arbeitet ihr denn? Du siehst auch, wie sie dann da irgendwie so am Boden sitzen und dann eine Flüssigkeit, sehr ölig und schmierig, viskos, an sie heranläuft, was sie erstmal nicht ganz deuten können. Und wenn sie dann berührt davon werden, kreischen sie panisch auf und zappeln dann von dieser Flüssigkeit weg. Du kannst dann auch schon sehen, wie das Fleisch an der Stelle verbrannt ist und es sich offensichtlich um eine sehr, sehr starke Säure handelt. Okay, davon gewinnt Ragnar auch sehr schnell Abstand. Sicher ist Ja, sicher. also wie gesagt, hier ist dann das Maul so ein bisschen geschlossen, damit es dann hier verdaut werden kann, aber wenn diese Flüssigkeit dann eben hier nach und nach reinläuft, dann müssen die Gefangenen nach und nach ein bisschen abgerückt werden. Also falls der Inquisitor dabei wäre, wäre das gut. Wenn er nicht, dann wäre das auch in Ordnung. Ja, wenn du möchtest, dann kann die Inquisitorin, Ah, okay. Frau, kann dich dann da unterstützen. Ja. Ragnar selbst hat noch nie wirklich ein Verhör betrieben, aber er ist lernwillig. Und deswegen würde er jetzt da einfach sozusagen guter Cop, böser Cop machen. Wenn Blutschluck dabei ist, ist das bestimmt noch lustiger. Er soll dann Ja, die einfach. Inquisitorin möchte erstmal, dass die Leute separiert werden, also 10, 10, 10, alle in unterschiedliche Räume und dann werden allen unterschiedliche Fragen gestellt, dann werden teilweise die Leute ausgetauscht, dass 5, 5, 5 dann in andere Räume kommt, zu den anderen 5, 5, 5 und immer so ein bisschen durchtauschen, immer andere Fragen stellen und ja, so macht man Verhöre. Ganz schön verwirrend. Ja, selbst für dich, natürlich dann auch für Das. diejenigen, die befragt werden. Ja, das Warum stimmt. verhört? Sollen wir uns die Fragen vorher irgendwie noch aufstellen, aufschreiben oder sollen wir merken, Sie sich sowas? Du willst das Verhör machen, denk dir was aus. Ach so, ich dachte, ich mache das zusammen mit den Inquisitoren. Ja, genau, was möchtest du denn fragen? Ja, erstmal so Standardfragen wie ja. Arbeitet ihr wirklich für Zera an den Buckligen? Wart ihr wirklich auf dem Weg dahin und so weiter und so fort? Also erstmal die offensichtlichen Fragen und Ja, dann das ist irgendwie immer. eine Überzeugenprobe. Dafür haben wir das Talent, die Talentspezialisierung Verhör. Ah, okay. Ach so, was geht über überzeugen? Krass, wusste ich gar nicht. Überzeugen ist Verhör, genau. Ja, dann bekommst du die Antwort. Ja, sie arbeiten für Xera. Alles klar. Also sie haben ihn teilweise nicht unbedingt alle gesehen oder teilweise waren sie auch noch nie in Mendena, aber sie arbeiten für Xera. Arbeitet ihr freiwillig für 10 Jahre? Teilweise wieder. Also, Was? Also manche nicht, oder wie? Manche sagen naja, nein. manche nicht, nein, genau. Wenn du nachhakst, weil du vielleicht ein bisschen verwirrt bist. Den Mann gibt es halt erst seit 3, 4, 5 Jahren, je nachdem. Und wenn sie dann, also sie haben nicht von vornherein für ihn gearbeitet und sie machen das auch von vornherein nicht wirklich freiwillig für ihn. Einige schon, wieder andere nicht. Du wirst an Aber diese das kann Säure ich. gezogen und wenn ganze Piratendörfer überfallen und überfallen und überfallen werden und die einzige Möglichkeit, dass du dann nicht mehr überfallen wirst, besteht darin, dass du dich selbst den Leuten anschließt, dann schließt man sich doch den Leuten an und überfällt andere Dörfer. Wie sieht das bei dem Typen aus, dem ich ins Gesicht geschlagen habe? Das ist ein überzeugter Xeraner. Sehr gut. Der Unteroffizier war das. Der wird nochmal getreten. Ja. Gut. Der war auch schon in Mendena. Sehr gut. Der hat auch schon Zera zugewunken. Nee, auf jeden Fall, wenn ich, das ist eigentlich so die einzige wichtige Frage für mich. Dann würde ich die tatsächlich voneinander separieren, die, die überzeugte Zeranier sind und die, die nicht überzeugte, also die, die von früher noch die Zeit von Toprien kannten. Also als Toprien noch
befriedet war. Weißtopia. Genau. Die würde ich dann voneinander separieren. Sie wären immer noch gefangen, aber sie würden dann halt deutlich mehr Freiheiten und deutlich besseres Essen und so weiter bekommen als die anderen. Und die würden langsam wieder auf den richtigen Pfad geführt werden. Also wahrscheinlich nicht von mir, sondern von der Inquisitorin, aber... Ja, dafür hätte man sie. Genau, ich würde dann halt immer wieder dabei sitzen mit ihr und den Leuten überzeugen, dass sie so bald wie möglich an einem sicheren Hafen abgegeben werden. Oder falls sie sich uns anschließen wollen, die allerdings nicht bezahlen, können sie gerne auch bei uns mitmachen. Davon weißt du nichts. Das sind so die nächsten paar Stunden, die dann ins Land gehen. Möchten die anderen irgendwas tun oder wollt ihr weiter an der Piratenküste entlangfahren? Tatsächlich ja, möchte ich ganz gern mit der Inquisitorin kurz sprechen. Ja. Eure Exzellenz, was ist eure Empfehlung, wie wir mit den Gefangenen verfahren, sobald euer Verhör fertig ist? Ich würde dafür plädieren, dass wir sie an dem nächsten göttergefährlichen Hafen einem dementsprechenden Tempel übergeben, auf Reinheit überprüfen und danach werden ihre Seelen geläutert. Dann werden wir so verfahren. Ich werde dafür sorgen, dass die Gefangenenquartiere alsbald möglich wieder zugänglich sind. Und dann werden wir sie dort wohl eine Weile behalten müssen. So soll es sein. Dann geh's rauf zu... Ja, dann geht's rauf zu Evandarius, beziehungsweise auf dem Weg vermutlich erst bei Fiona angehalten. Ja, die steht da wahrscheinlich gerade und schaut sich so ein bisschen das Schauspiel an, schaut sich auch um, ob sie noch irgendwo weitere Schiffe erkennen kann. Das lief hier wie am Schnürchen. Fiona, 1W2, Entschuldigung, 2W20 bitte. Jo. Ihr wollt es, ihr kriegt es. 1W3 plus 1 Piratenschiffe. Unter gekreuzte Knochen, blutroter Charybdis, Rune, Schädel und Säbel. Sie sind dem Pontifex Maximus in Mendena tributpflichtig und auf dem Weg, ein Küstendorf zu überfallen. Oder Handelsschiffe zu überfallen. Das ist ein W8, ich brauche bitte ein W6. Du hast gerade W3 gesagt, ich wusste nicht, welches ist. Genau, gibt es nicht. Also den W6 und dann halbieren. 3 halbe sind 4, sind 2. Also sind es 3 Piratenschiffe. Ja, in einiger Entfernung könnt ihr erkennen, wie wohl 3 Piratenschiffe in einem kleinen Konvoi auf euch zufahren. Ja, liegen dann dementsprechend auch alle schief, alle, sodass sie alle Rotzen auf einer Seite haben. Ja, Fräulein Schwanstochter. Es ist wohl Zeit, mal zu schauen, was diese Geschütze so können. Ihr solltet vielleicht, oder du solltest vielleicht nochmal mit Ragnar ein Wörtchen reden. Ich habe schon versucht, aber von mir lässt er sich offensichtlich nicht sagen. Ja, dass er nicht das nächste Mal direkt jemanden schlägt. Ich weiß auch nicht, ist er nun Smoothie auf dem Schiff oder ist er hier angestellt? Ich meine, was für eine Stellung hat er, dass er einfach uns übergehen kann? Ich meine, wie sieht das aus, wenn er... Jeder kann, wenn er mit solcher Art Verdorbenen konfrontiert wird, damit die Beherrschung verlieren. Ich will es ihm diesmal durchgehen lassen, aber ihr habt recht, wir müssen ein Auge drauf haben. Du willst einen Ruf? Mach dir den richtigen. Sonst nimmt dich irgendwann keiner mehr ernst. Wenn du nicht mal deine eigene Crew im Griff hast. Kommunikation von zwei deren Schiffe, Kommunikation aufnehmen. Ich lasse kommunizieren. Erstens, Grüße. Zweitens, passieren. Also, wir passieren. Wir passieren? Ja, okay. Das wird einfach nur mit einer positiven Flagge bestätigt. Ja. Steuermann, bringt uns auf deren... Ich guck kurz, in welche Richtung die liegen. Backbordseite! Also, du willst auf der Seite vorbeifahren, wo sie keine Geschütze haben, richtig? Richtig. Hab ich mir gedacht. Gut, Fiona? Zeit zum Zielschießen. Macht euch bereit. Endlich. Ich sammle dann die Söldner, besonders die Schützen am Oberdeck und stimme die nochmal ein, während Fiona ihren Zeug organisieren kann. Ja, Fiona fängt schon darum zu rennen, brüllt. Also, was wir gelernt haben! Nach hier! Nordwest ausrichten! Und so weiter und so fort. Ich weiß nicht genau, welche Richtung die sind. Auf jeden Fall wird rumgebrüllt und Befehle werden erteilt. Bogdan wird natürlich auch nochmal angehalten.
Ja, auf welche Entfernung wolltet ihr denn anfangen? Ich meine, auf 200 Meter. Lass das Fiona machen, die ist Geschützmeisterin. Ich mische mich da jetzt nicht ein. Erstmal abwarten. Ich meine, wir haben eine verdammte Arche und die sind klein. Wir haben wenig von denen zu befürchten, geht zumindest Fiona davon aus. Arroganz und so. Ich bin arrogant, was soll ich machen? Ja. Und ja, erstmal auf uns zukommen lassen und weitere Kommunikation machen. Ich Was überlege haben die denn gerade. für eine Sie sind Flagge? auf in Richtung Norden. Das heißt, sie wollen an euch vorbei. Das heißt, sie haben ihre Geschütze in Richtung Land ausgerichtet, also auf der Backbordseite. Da müsstet ihr auf der Steuerbordseite entlang fahren. Ja, sie haben alle die Dämonenkrone-Kiste. Charybdis, Rune, Schädel und Säbel. Ja, wir nicht, aber das scheint im Moment noch so niemand wirklich zu bemerkt haben. Dann wird, ergebt euch und wenn sie sich nicht ergeben, wovon man ausgeht, dann pff, diesmal direkt Angriff. Ich habe keine Lust mehr zu diskutieren oder dass Ragnar irgendwie schlägt. Ich habe die ganze Zeit geübt, das ist ein super Ziel, um endlich mal hier Live-Übung zu machen. Ja, zack drauf. Gut, dann, okay, wir haben wie viele Geschütze? Wir haben fünf Sechs. Harpunale, die wenig bringen, drei leichte Rotzen, zwei mittlere, eine schwere. Genau, die Harpunen habe ich jetzt nicht mitgezählt, also wir haben Genau, weil, sechs also Rotzen. Harpunale bringt bei dem Ziel wirklich gar Nee. nichts. Richtig. So, wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf Stück. Sechs nicht, weil die andere liegt auf der falschen Seite. Ne, Moment. Vier, eins, zwei, drei, vier. Vier Stück nur. Vier, die schießen. Die Die anderen schwere, die stehen auf beiden der falschen mittleren. Seite. Richtig, die schwere, die beiden mittleren und die leichte kann man nehmen. Richtig. Sind zwei leichte. Fiona, möchtest du. An welchem möchtest du stehen? Ich möchte an der schweren stehen. Soll ich dir dann eine Belagerungswaffe werfen oder? Genau, ich muss mir gerade nochmal gucken, wie das Ja. aussieht. Wie heißt denn das Bötchen? Also das Führungsschiff von dem. Ach, da steht's ja, Zyklop. Genau, die Zyklop, die Theodora und die Gargantua. Jetzt mal ein bisschen weiter. Ich nehme an, wir waren eher so auf deren Breitseite, bevor wir anfangen, oder? Die schießen nach da raus. Ja. Ihr schießt auch nach da raus. Das ist der Plan. Gut, Belagerungswaffen, hau rein. Jo. Gibt's Erschwernisse? Ich gucke gerade mal in die Tabelle. Fernkampfwaffen müsste ja auch für Belagerungswaffen gelten, oder? Die schießen wahrscheinlich weiter, behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, die Also, Größenklassen sind anders. Unsere ja. Reichweiten sind normal Fernkampfwaffenregeln. Wie ist denn die Okay, Reichweite so? Bewegung des Ziels, das ist eine schnelle Bewegung, weil ihr auf sie zufahrt und sie an euch vorbei wollen. Deswegen ist es eben nicht leicht, sondern schnell. Sichtverhältnisse sind gut, ihr seid tagsüber unterwegs. Hast du irgendwelche Vorteile? Nee, hast du nicht. Sonstige Modifikation, es ist kein Steilschuss, du bist nicht farbenblind. Dann gib mir mal einen Trefferzonen, also dann gib mir einfach mal einen Wurf. Crit, komm schon, Crit. Ich hoffe, ich hoffe. Das ist auf alle Fälle Kein Crit. getroffen. Okay, an welcher stehst du? Alle schweren, wie gesagt. An der schweren. Schwere, das ist keine überschwere Rotze. Dann, was für Munition hast du gelagert? Normal oder Brand? Nö, wir hatten noch die Wir Eisenkugeln, haben ne? keine Brandmunition. Wir haben nur die Brandmunition ist normalen an Rondra-Frevel. Eisenkugeln. Es ist. Brandmunition ist an Rondra-Frevel, mein Lieber. Ja, aber es ist noch Brandmunition da. Ja, Es okay. hieß In damals, alles Raummengen. mit Feuer kriegen wir nicht, weil wir einen Effortgeweihten dabei haben. Das Es ist hieß aber schon damals. drauf. Oh. Dann weiß es auch nicht. Ich hätte wahrscheinlich normal mit Eisenkugeln geschossen. Kaboom. Ja, den Name Zyklopenschreck ist doch ganz gut. So, dann Schaden für eine schwere Rotze. Hau raus. Und dann würfel ich mal für die anderen NPCs. Zwei leichte und eine mittlere. Das sind drei Stück. Eins, zwei, drei. Wie würfel ich denn da den Schaden aus? Steht nur Wert Das 10 dahinter. zwei Leute treffen. Schwere Rotze hier oben 7W plus 13. 7W, 6 plus Nee, 13. sorry, das ist Schaden gegen Wesen. Wir sind bei 1W plus 9 gegen Schiffe. Das nochmal was? 1W6 plus 9. Und Frosty, wie ist die Reichweite? Yes. Ich hatte gesagt 200 Meter. Gut, dann ist Wieso Schaden zeigt er die plus. 6 nicht an, die ich gewürfelt habe? Muss in die Chatbox ziehen. Hab ich doch, der liegt doch oben über Ragnars Namen gerade. Kam hier nicht an. Kam nicht an, ne. Oh, Dann ich habe würfel eine 6 nochmal. gewürfelt.
Ja, komm, eine 5 ist fast genauso gut. Ja, okay. Na gut. Das sind dann 14 Punkte Schaden. Am Schiff, nicht an Leuten. An Leuten ist es mehr. Viel mehr. Genau, Leute kannst du auch nochmal hinterher würfeln. Das sind dann die 7, ne? 7W plus 13. Viel Spaß, Fiona. Ja. 7W? Blutige Bröckchen, sag ich mal. Wo krieg ich denn die 7? 7W6 oder was? Ja. Oh. Kannst du einmal den W6 in die Hand nehmen und dann 6 mal draufklicken? Das sind 5W6, kannst du noch 2 Stück hinterher werfen. Das ist aber ein mittelmäßiger Wurf. Das ist ein ganz schön schlechter Wurf. Sind nur 20, also keine blutigen Brückchen, aber viele gebrochene Arme und Beine. Es sind 33. Das war auch nur ein bisschen, um die zu schocken. Dann nochmal die Flaggen bitte, ergebt euch. Was? Wieso? Moment, ich muss gerade mal gucken. 7W6 plus 13, Frost, ihr sind 33 Punkte Schaden. Ja, wow. Richtig. Also ich würde das überleben. Kaputt. Ich auch. Deswegen sage ich ja, sind ein paar gebrochene Arme und Beine. So, dann haben noch 2 andere getroffen. Das ist dann einmal die 6 und die 11. Das ist eine mittlere und eine leichte. So, was macht die leichte an Rumpfschaden? Ein W plus 6 und die mittlere ein W plus 7. So, sind 12 von der leichten. Und was hast du noch gesagt von der mittleren? Ein W plus 7. Ein W plus 7, ne? Wir sollten das vielleicht mal im Map-Tool in den Rotzen eintragen, mein Kollege. Ja, machen wir. Machen wir. Nochmal eine 6. Gut. Es ist in den Rotzen eingetragen. Aber nicht richtig. Nee, genau. Also ich habe die einfach nur kopiert und größer gemacht. Da muss ich nochmal den richtigen eintragen. Die leichten sind richtig eingetragen. Nee, die leichten sind auch falsch. Mache ich nochmal auf alle Fälle. Wird dann noch nachgereicht. Ja, was ihr auf alle Fälle sehen könnt, ist, dass die Masten brechen und lautes Geschrei an Bord vorangeht. Niemand versteht, was gerade Phase ist. Es gibt auch keine Kommunikation, keine Flaggensignale mehr. Also die sind hoffnungslos überfordert und ja, auf die ergebt euch Flaggensignale achtet von euch gar keiner mehr. Ihr habt alle Zeit der Welt, um nachzuladen. Naja, pfff. Gut geschossen, Fiona. Gib ihnen noch eine. Na gut, dann schieße ich nochmal. Ich wollte gerade sagen, die haben eine Charybdorodrone auf ihrem Segel. Da wird nicht überlegt. Ja, ich feier hin. Das ist der Crit. Ja, dann hau nochmal rein. Jetzt nimmst du bitte 7W6. Nimm mal bitte 7W6 in die Hand. Ich steh so lange hinten schön mit den Söldnern. 7 geht ja nicht. Es geht ja nur bis 5 und dann 10, ne? Nee. Du kannst einfach rechts klicken. Nimm den Würfel in die Hand, einmal rechts klicken. Ja, aber du kannst damit nur bis zu 5 kriegen. Nein. Nee, doch nicht. Oh, ha, ich hab einen Scheiß erzählt. Hä? Du nimmst den Würfel mit der linken Maustaste und dann drückst du einfach 7 mal rechts. Und dann kriegst du 7 Würfel. Also 6 mal rechts. Egal, und wow, so ist was? Auch gut. So, lass mich jetzt. 16 plus sind 27 plus 10, ne? Plus 13. Sind 40 mal 2 sind 80. Ich mach sie alle fertig. Ja, du siehst, wie, ja, du lässt die Arche so ein bisschen herumtänzeln, gibst die dementsprechenden Befehle an einfach da aus. Mittlerweile sind die Masten umgeknickt und du positionierst dich so, dass ihr direkt ein Schiff in Linie habt und die Geschosse flügen durch die komplette Frontalseite des Schiffes und treffen dann auf der anderen Seite das nächste Schiff, sodass jetzt die beiden ersten Schiffe untergehen. Dann kommt nochmal der Schuss von den anderen drei Rotzen, die zweimal treffen und damit, ja, wir haben es jetzt ungefähr 10 Minuten Seekampf. Also nach 10 Minuten ist da alles still. Totenstille. Auf allen drei Schiffen? Auf allen drei Schiffen. Alles doch, klar, so, gibt noch so ein bisschen, wenn du mit dem Wind hörst, dieses als ob das so Geister wären, aber du weißt, es sind einfach Verwundete und Verletzte, die jetzt irgendwie sterben. Alles klar, Männer, bereit machen zum Entern. Wir gehen an Bord, schauen, ob sich irgendwas von Wert zu nehmen, verzeiht, zu holen gibt und zünden dann die Schiffe an. Sollen sie im Paktierer-Park doch als Feuerbestattung dienen? Ja, dann von jedem von euch bitte ein W20. 15. Ragnar, gar nicht, Entschuldigung, wer hat die 15 gewürfelt? Jalan war das, ne? Ja. Dann findest du in deinem Schiff Leintücher, Lederwaren und Kamelhaartuch, 50 Dukaten. 11. Esel, Raschduler, Drehhörner, Gadangtiere, Warunka Braune, die sind alle tot.
ehemals wert 60 Dukaten, aber dadurch, dass sie jetzt komplett zerpflügt sind, irgendwelche Tierköpfe an die auf der Außenseite kleben und jetzt als Bröckchen in der blutigen See schwimmen. Da kann Ragnar sicherlich noch irgendwie leckeres Essen draus zaubern, aber Wert haben diese Tiere nicht mehr. Glaube, Essen reicht ja, also wird trotzdem mitgenommen. Ragnar findet Elfenbausch, Roher, Wolltuch, Spitzenirjanleder. 250 Dukaten. Und mit diesem Raubzug würde ich einfach mal sagen, beenden wir an dieser Stelle die Runde. Ihr könnt dann nach und nach die Schätze zurück in eure Schatzkammer bringen. Es ist einfach viel zu einfach, mit einer solchen Dämonenarche xiranischen Piraten in die Fresse zu schießen. Es ist viel zu einfach. Und es macht Spaß. Scheiße. Macht so lange Spaß, bis die Leute wissen, wer wir sind. Vielleicht sollten wir die Richtig. Flagge doch erstmal wieder runternehmen. Genau das wird euer Problem werden. Das spricht sich sicherlich rum und dann Aber werdet ihr von anderen Wesenheiten gejagt. jetzt ist die Frage, von wem wird denn das weitergetragen? irgendwer kommt immer davon. Und wenn es ein Otokotongi ist. Gotongi! Richtig. Ah, okay, stimmt. Gut. Ja, damit beende ich die Runde und wir sehen uns hoffentlich in einer Woche wieder. Helmport. Es gibt eine Abreibung. Tongi die Cheetah.